EV22, die andere Mobilität, ein Abbruch eines Hotels. Wie viele Stück hat das gehabt, Franz, mitten im Dorf in Oetz? Das ist ein sechsgeschossiges Haus gewesen. Die Wandhöhe ist über 20 Meter gewesen. Und natürlich, das Besondere daran ist, dass die Nachbarhäuser natürlich zum Teil nur 4 Meter weg stehen. Und also das braucht wirklich einen sehr erfahrenen Baggerfahrer. Das Ganze schaut relativ einfach halben aus, wenn der das super macht, aber es ist eine höchst komplizierte Angelegenheit, dass da nichts passiert. Wenn so eine Wand einmal umfällt, dann ist der Schaden natürlich immens. Ja, welche Kriterien sind denn da zu beachten gewesen bei dem Abbruch? Also wenn man sieht, es ist ein altes Haus, circa bei die 60, 70 Jahre alt, ist ja auch nicht jetzt ein altes Haus gewesen, aber Kriterien sind ja zu beachten. Ja, es sind ganz wesentliche Vorschriften da. Man hat zuerst alles entrümpelt, man hat alle die Sachen ausgebaut, die Böden, Bodenbelege, Fenster, Türen, alles, was irgendwo getrennt werden muss. Und wir müssen ja dann den Abbruch selber, der muss ja wieder getrennt werden. Nicht? Deswegen haben wir ja die 3 Bagger da, die also das Material da sortieren. Wir haben 5, 6 Mann, Leute da, die Sachen, die man händisch ausklauben muss, die beseitigen. Wir haben mehrere Container da, wo das Material drinnen entsorgt wird. Es sind 4, 5 Container da, es sind verschiedene Materialien, Metallteile, Heizkörper, es ist Holz drinnen, es ist alles Mögliche, was halt so in einem Bau drinnen ist. Und das wird komplett sortiert, wird dann nochmal gesiebt und wird dann die Teile, die also wiederverwertbar sein, die werden gebrochen, werden zu Betonbruch gemacht, das kann wiederverwertet werden. Die Vorschrift schaut so aus, dass man so viel wie möglich dieses Abbruchmaterials wieder in den Kreislauf bringt, dass es nicht deponiert werden muss, sondern dass es wieder Verwendung am Bau findet. Ja, und das, was ganz interessant war, hier eine Firma aus Salzburg, die Firma Moosleitner, die was angerückt ist mit einem 100-Tonnen-Bagger und mit einem 34-Meter-Ausleger zum Abbruch. Und da war es ganz spannend, wie der begonnen hat. Ja, das war natürlich hochinteressant. Also, ich glaube nicht, dass in Ötztal, ich will nicht sagen, aber in der Größe schon einmal ein Bagger da war. Das ist natürlich eine hochinteressante Angelegenheit. Der Ausleger alleine ist es schon ein Sondertransport, der wiegt mit der Zange an die 20 Tonnen. Und du brauchst natürlich nicht nur ein gutes Gerät, sondern du brauchst eben einen ganz Spitzenfahrer. Und das tut man unterschätzen. Das schaut, wenn der das super kann, schaut das so einfach aus. Aber das ist also wesentlich komplizierter, als man glaubt. Ja, und er muss ein ganz gutes Gefühl und gute Augen haben, weil der müssen bis zum obersten Winkel hineinsehen. Also das war ja nicht so ohne für den. Ja, der macht das Geschäft seit Jahrzehnten bereits. Die haben jetzt gerade, was mir der Matthias Moosleitner erzählt hat, in Salzburg einen großen Abbruch gemacht, eine ganz massive Angelegenheit, ein ganzes Jahr lang. Also die Leute, die haben wirklich Erfahrung auf dem Sektor, die wissen, wie man das Material trennt, wie man es behandelt. Deswegen haben wir auch 3 Bagger da stehen. Normal würde ja einer gehen, aber wenn du sortieren musst, dann brauchst du mehrere Geräte mit Zange und allen. Und ja, so funktioniert der Abbruch. Ja, Franz, du als Baumeister, jetzt ist ja die erste Aufgabe, jetzt einmal das Hotel entrümpeln, abreißen und dann geht's los, weil die möchten ja so schnell wie möglich in dieses Haus wieder einziehen. Ja, das ist, sagen wir, früher hätte man so ein Haus niedergedrängt, hätte es irgendwo eingeholt, das spielt es heute nicht mehr. Heute müssen wir sortieren, dann ist natürlich der Abbruch dauert eine gewisse Zeit. Und jetzt kommt man natürlich, müssen wir schauen, dass man, das Haus soll ja heuer noch in Betrieb gehen, nicht? Also wenn ihr jetzt so auf die Uhr schaut, wir haben jetzt Mitte Mai, also das wird einmal ein bisschen knapp für euch. Eine heiße Angelegenheit. Das wird eine heiße Angelegenheit, ja, aber es ist so geplant, es geht nicht anders. Ja, geplant, gebaut und dann eingezogen, das alles innerhalb von einem Dreivierteljahr hier in Oetz, mitten im Dorf. Ja, Franz, und nicht nur dieses Haus wird da abgerissen, sondern ein Zufahrt, die alte Gemeinde, wie ich gesehen habe. Ja, nachdem die Zufahrt zu der Baustelle da sehr eng ist und eigentlich nicht doppelspurig ist, haben wir uns entschlossen, dass wir auch das alte Gemeindehaus jetzt
tragen, weil wir dringend den Platz zum Bauen brauchen. Weil wenn dann einmal betoniert wird und die ganzen Mischwegen daherfahren, das kann man in der Saison nicht haben. Die stehen dann bis in die Bundesstraße raus und so haben wir da herinnen Platz, dass wir das Ganze problemlos abwickeln können. Nicht? Ja, wir werden das verfolgen. Da schauen wir nachher, ob sie zu Weihnachten einziehen können. Und wir wünschen euch alles Gute, ein tolles Bauvorhaben. Franz, und du bist der Baumeister hier. Ja, ich bin Pensionist. Nicht? Was mich besonders freut, dass wir jetzt, nachdem der meiste Abbruch, wir haben ein sehr angenehmes Verhältnis mit den Anrainern vorher gehabt. Ja. Wie schaut es nachher aus? Und jetzt freut mich natürlich ganz besonders, dass wir jetzt, wo die Masse schon weg ist, immer noch ein sehr gutes Verhältnis haben. Wir haben sehr viel mit Wasser das gespritzt, dass die Staubbelastung gering ist. Also freut mich, dass das so gut gegangen ist. Ja, und wir wünschen Ihnen jetzt ein gutes Bauvorhaben und dann schauen wir Ende des Jahres, wie weit Sie sind. Und wir berichten auf www.tv22.tv. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Dietmar Brückel von TV22.